Herzlich willkommen zur dritten Folge von Berlin U7 World of Subways 2. Ich mach mal kurz die Türen auf. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Wir stehen immer noch am Mehrendorfplatz, wie wir letzte Folge hier angekommen sind. Und müssen auch gleich schon wieder weiterfahren. Dabei ist übrigens auch wieder Tobi. Sagt mir doch mal Hallo, man hat dich gerade nicht gehört. Hallo. So, sehr gut. Türen schließen. Zurückbleiben bitte. Und dann geht es auch schon weiter vom Mehrendorfplatz aus. Ja, und ich würde sagen, wir kommen auch langsam schon in Richtung Spandau. Weil 57 ist heute Ankunft, wir haben jetzt schon 43, also vieles haben wir hier vor uns. Jungfernheide, Übergang zur S-Bahn. Jungfernheide. Und hoch, wir verschwinden. Unser Gleisweg nach unten, das der Gegend nicht nach oben. Interessant. Und wir haben Ausstieg rechts. Ah, okay. Das andere Gleis überquert uns wahrscheinlich. So, das Hauptsignal. Ja, okay. Und da haben wir jetzt. Das heißt, wir haben einmal. Nee, die halten. Ach doch, dann. Nee. Super. Ah, das scheint wohl hier der U-Bahnhof zu sein, weil da drüben ist irgendwie abgesperrt. Da drüben war wahrscheinlich noch in die andere Richtung das Gleis. Jetzt halten wir hier irgendwie auf dem Gegengleis, warum auch immer. Und die Gegenrichtung hält wahrscheinlich an neuen U-Bahnhof Jungfernheide. Keine Ahnung. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Das sieht so aus, als wäre das hier mal wirklich ein richtiger U-Bahnhof gewesen und jetzt halten wir irgendwie hier im Gegengleis. Aber die Gleisführung war auch so seltsam. Hier sieht man es auch wieder. Hier ist so geschlängelt irgendwie lang. Interessant. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. So, die zurückbleiben bitte. Die wollte ich drücken, die Taste. Ach so, ups. Das war die Tür, die richtige Tür aufmachen. Ich habe natürlich die linke Tür aufgemacht und nicht die rechte, weswegen niemand ein- und aussteigen wollte. Ja gut, das macht Sinn. Ja, ja, auch komisch, wenn. So, und jetzt mache ich die Türen wieder zu, auf beiden Seiten. Jetzt geht's weiter. Aber ich höre die U-Bahn in Gegenrichtung auch. Ja, da drüben kommt nix. Da drüben ist auch nix. Deswegen ist irgendwie die Gleisführung seltsam. Wahrscheinlich bauen die da irgendwie, weil die Gleisführung sehr seltsam. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben zu diesem U-Bahnhof hier, wenn ihr mehr wisst. Sagt, macht es gerne. Dadurch können wir auch nur noch dazulernen. Jakob-Kaiserplatz. Übergang zum Metrobus. Jakob-Kaiserplatz. Und das ist nur 60. Das heißt, ich einmal Taste 6 in der U-Bahn-Leiste drücke, dann können wir nur 60 fahren. So, und ach, guck mal, hier sitzt wieder die U-Bahn in die Gegenrichtung mit dabei. Also anscheinend war es doch irgendwie so, wie ich mir das dachte. So, das Vorsignal. Und dann können wir schon direkt in den U-Bahnhof rein. Der Jakob-Kaiserplatz. Oh, der ist bananengelb, der Bahnhof. Komplett bananengelb ist der. Mit ein bisschen schwarz. Könnte auch ein Borussen-Bahnhof sein. Oder ein Dynamo-Dresden-Bahnhof. Sachsen ein bisschen bekannter. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Der Kollege in die Gegenrichtung ist auch da. Zurückbleiben bitte. Und es geht weiter. Zum nächsten Bahnhof. So, hier. Jakob Kaiser wird wohl auch Endstation machen, weil hier ist auch ein Einfahrtgleis. Hallenweg. Was ist hier mit dem Gleis nur so? Warmbeklebung. Interessant. Und schon wieder kommt ein Vorsignal und da ist schon wieder das Hauptsignal für den nächsten U-Bahn. Ah, nur Mann, sind hier eng. So, nach Bananengelb kommt Knallorange. Wenn sich die ganzen Farben ausgedacht hatte. Ah ja. Weg. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. So. Und wir können weiterfahren. Zurückbleiben bitte. Ach ja. Komm jetzt langsam, aber sicher ans Westende der Stadt angefahren.
echt eng aneinander, die Haltestellen. Jetzt schon wieder das Hauptsignal hier. Jetzt müsst ihr auch reden, damit ihr hoch. Okay, Hauptsignal ohne U-Bahnhof. Ich sag nix. Interessant. Na gut, einfach ein Hauptsignal, mitten auf der Strecke. Ich wollte gerade schon wieder sagen, die U-Bahnhöfe werden aber immer enger aneinander gelegt hier. So, jetzt kommt das richtige Hauptsignal für den Siemensdamm. So. Ja, da ist das Spiel gerade eben einmal abgestürzt, wie ich es bereits in der ersten und zweiten Folge angemerkt hatte, dass das Spiel dazu neigt, ab und zu mal abzustürzen. Haben wir jetzt gerade erlebt, aber ich habe zum Glück zwischen der Folge 2 und 3 auf Wunsch Tobis einen Speicherpunkt gemacht und den habe ich jetzt gerade einfach genutzt und habe alles wieder nachgespielt, was bis jetzt fortgegangen ist. Das heißt, wir sind jetzt wieder am Harlemweg, schließen die Türen. Zurückbleiben bitte. Und fahren wieder auf zum Siemensdamm. Da, wo das Spiel gerade eben abgestürzt ist. Das liegt doch nicht mit irgendwelchen speziellen Stellen zusammen. Das kann einfach an jeder Stelle abstürzen, das Spiel. Siemensdamm. Ja. Das war wieder das Hauptsignal, was ja einfach irgendwie rumsteht und eigentlich keine Bedeutung hat. Jetzt wieder nach oben. Und dann kommen wir auch gleich zum Siemensdamm, können wir uns den endlich auch mal ansehen. Die U-Bahn und das alles zumindest. Bremse. Und oh. Der ist aber sehr bunt, der U-Bahnhof. Gewagt. Ja. Gelb, Orange, Grün, Blau und Rot. Das ist wirklich eine gewagte Farbkombo. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Machen der Kollege in die Gegenrichtung. Zurückbleiben bitte. Ah, wir fahren doch mal wieder los. Und auf geht's. Hast du eigentlich irgendeinen Bezug zu Berlin, Tobi? Nö. Ja gut, wir waren da halt mal wegen dem schulischen Preis. Hoher Damm. Ja. Also haben wir schon mit der Schule den Preis gewonnen und deshalb waren wir mal da. Stimmt, da war ich ja auch mit. Aber das Schöne war, wir mussten vom Hauptbahnhof, wo unser Zug ankam, zum müssen wir zum Potsdamer Platz. Da sind wir gelaufen. Und auf der Strecke liegen natürlich alle Sehenswürdigkeiten Berlin. Das passt alle. Dann haben wir das Ganze mit einer Sightseeing-Tour, die wir uns selbst organisiert haben, noch verbunden. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Über diese Reise nach Berlin, die wir da zusammen unternommen hatten. Zurückbleiben bitte. Haben wir auch in... Ja, beide haben die zusammen über unternommen, aber... Ja, wir waren mit dabei. Und, da haben wir auch in einem Emergency, ich glaube, es war Emergency Multiplayer, da haben wir drüber geredet. Das Roboter verlegt, das Projekt ist leider mittlerweile schon eingestellt, aber trotzdem sehr sehenswert. Was denn eingestellt? Es läuft halt noch eine ganze Weile wahrscheinlich, wenn das rauskommt hier. Die erste... Nee, das wird schon fertig sein. Das wird schon fertig sein. Ja. Ach, ich bin verwirrt. Dieses... Zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt fast die letzte Folge raus. Wir nehmen jetzt gerade auf, kurz bevor die letzte Folge von Deutsche Multiplayer rauskommt. Aber wie wir schon da gesagt in der letzten Folge, ist nur die erste Staffel, die beendet ist. Wir machen bestimmt irgendwann noch weiter. Schon wieder ein Hauptsignal wurde gefunden hier. Ah ne, doch, hier ist der U-Bahnhof. Und so weit entfernt ist auch das Signal. Jetzt sind wir hier in der Paulsternstraße. Ist mir zu scharf gebremst. Nehme ich nochmal Gas. Noch ein paar km/h fahren. Damit einmal abbremsen. Die Paulsternstraße ist echt schön gestaltet, muss ich sagen.
Ja, nicht zu weit fahren, bitte. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen, bitte. Ich wollte nur ein paar Meter weiter fahren, da rollt die einfach weiter. Meine gemeine U-Bahn. Falls es beim Hintergrund gerade laut sein sollte, das liegt daran, dass bei mir um die Ecke der Supermarkt... Zurückbleiben, bitte. Ja, es ist sehr laut. Ja, dass bei mir um die Ecke gerade der Supermarkt zugemacht hat am Wochenende und den jetzt gerade auseinandernehmen. Geht das schon los? Das bitte ich zu entschuldigen. Ja, das geht schon los. Als ich heute in der Schule war, die auch unweit Supermarkt entfernt liegt... Haselhorst, genau. Die auch unweit des Supermarktes entfernt liegt. Wollte mir aus meiner Klasse mit der Klimaklausel alles so, was, der Supermarkt XY zugemacht? Ich sage jetzt nicht den Namen des Supermarktes, es gibt ganz viele tolle Supermärkte, die will jetzt nicht alle aufzählen. Was, Supermarkt XY zugemacht? Nein, wo soll ich denn jetzt auch den Dönermann da unten? Nicht so, natürlich, der ist schon seit ein paar Wochen raus. Wir wollten es überhaupt nicht abbringen. Da musste ich erstmal mit denen überlegen, wo die sich jetzt die nächsten Tage Mittagessen holen können, wenn der Dönermann nicht mehr da ist. Signal. Ich glaube, Haselhorst, wir sind schon fast in Spandau. Und ganz kurz davor. Spandau. Oh, was ist das? Ganz kurz gekuckelt. Schon wieder ein Kollege in die Gegenrichtung. Mann, oh Mann, ist hier viel los auf der U-Bahn. Ja, das war wieder zu früh gebremst. Wieder ein Stück beschleunigen und dann aber direkt wieder abbremsen, dass wir ja nicht zu weit fahren. Aber wir sind trotzdem perfekt pünktlich. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. So, wenn man den U- und S-Bahn-Liniennetz plant, denkt an vielen Haltestellen von Berlin. Zurückbleiben bitte. Ja, ist auch schon 53. 57 sollen wir in Spandau am Rathaus ankommen. Also sind wir schon fast am Ende unserer Reise. Nächste Station ist Zitadelle. Die Zitadelle. So, ich glaube, Zitadelle ist der letzte vor Spandau Altstadt. Die Bahnhof vor Spandau Altstadt. Da sind wir so gut wie da. Oder? Zitadelle ist noch 55 ankommen. Was, Tobi? Sein, also. Wie gesagt? Es sind nur noch 4 Minuten. Ich wollte gerade sagen, 54 55 ist Ankunft hier in der Zitadelle. Und du bist wieder rechts, die Türen öffnen. Das ist der Außenbahnsteige hier in der Zitadelle. Oh, so mal. Imposant geschaltet hier die Zitadelle. Jo. Zitadelle, der U-Bahnhof Zitadelle. Imposant gestaltet. Ach shit, schon wieder die linke Tür geöffnet und nicht die rechte Tür. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Die machen aus Gewohnheit die linke Tür auf und nicht die rechte. Zurückbleiben bitte. Gut. Einmal schließen, fahrt ihr wieder nach vorne und es geht weiter. Und jetzt sollte als nächstes schon irgendwas mit Spandau im Namen kommen. Ja genau, nächste Station ist, hat das Kürzel AS, das müsste Altstadt Spandau sein, wenn ich recht liege. Altstadt Spandau. Ja, und ich sagte Tobi, die beiden Spandauer U-Bahnhöfe, die sind sehr imposant gestaltet. Da macht Zitadelle noch gar nichts gegen. Ich bin die Strecke ja schon mal komplett gefahren auf jeden Fall. Ja, und die U-Bahnhöfe sind wirklich sehr imposant gestaltet. Überlegt man sich zweimal, ob man gerade im U-Bahnhof steht oder woanders. Das werden wir jetzt gleich sehen, weil hier ist die Einfahrt zum U-Bahnhof. Und Halleluja! Ui, es ist ja schön. Ja. Also nicht so schnell? Nee. Nö, ich bremse schon perfekt. Ich kann das tun, ich habe das jahrelang geübt. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Aber ich sag, die Endstation sieht nochmal ein Tick krasser aus. So Rathaus Spandau. So. Zurückbleiben bitte. Na gut, dann ist auch schon 56 und 57 ist Ankunft in Rathaus Spandau.
Das heißt, wir haben die Schicht für heute geschafft, also die Fahrt. Eigentlich geht es um eine Schicht, die haben mehrere Stunden. Das heißt, du fährst ja keine 8 Stunden, du fährst 8 mal hin und her. Also 8 Fahrten, ne? 4 mal hin, 4 mal her wahrscheinlich. So, jetzt ist wieder ein Einzeltunnel. Und Rathaus Spandau ist wieder rechts. Das ist alles schwierig. Rathaus Spandau. Übergang zur S-Bahn. So, weil es jetzt die Netzhaltestelle ist, drücken wir dann nicht an der Tür 7 und die 4, um zu sagen, Zug nach Rathaus Spandau, sondern drücken 7 und die 3, um zu sagen, dass unser Zug hier Endstation hat. Das ist das Wichtige, was ihr hier sagen wollt. Wir können ja nicht sagen, Zug nach Rathaus Spandau einsteigen, das macht ja keinen Sinn. Soll niemand mehr einsteigen, sondern alle sollen aussteigen. So. Tobi, guck mal. Boah! Hui! Da drüben halt auf in die Gegenrichtung. Den U-Bahnhof schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Bevor wir ins Depot reinfahren. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So, dann steigen wir auch mal aus. Nee, warte, hier muss ich lang. Gucken wir uns hier mal diesen U-Bahnhof anschauen. Genau, hier. Bis ihr nicht einsteigt, sondern eine Anzeige. Hier Rathaus Spandau, Ausgang Segefelderstraße, dann hier welche Busse und welche Metrobusse wo fahren. Schon interessant. Dann hier drüben scheint auch mal ein U-Bahn-Gleis gewesen zu sein, jetzt aber nur noch. Also sieht echt imposant aus hier in Spandau, diese Haltestellen. Jetzt holen wir die U-Bahn an, also hier diese grünen Knöpfe, die man aus U- und S-Bahn in Berlin kennt, und dann diese roten Leuchten, die man auch aus U- und S-Bahn in Berlin kennt. Die diese Sitze, also nur über diesen Seiten sitzen. Ich glaube, so ist es in der Berliner U-Bahn nicht. Ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung, wie das ist, aber ich glaube, da sind auch andere die Sitze auch noch ein bisschen anders vorstellen. Denn die Gelenke und hier dann diese Anzeigen, ja, halt wie so eine U-Bahn. An der Decke. Ja, genau. Wie so eine U-Bahn halt aussieht. Dann Fahrplan an der Decke, dann, also hier diese Anzeigen, die funktionieren nicht, die nächste Haltestelle-Anzeige. Also die funktionieren dann nicht, zeigen nur U7 Rathaus Spandau Rudo an. Und hier in die Gegenrichtung ist gespiegelt. So, jetzt drücken wir mal R, um uns vor unserem Arbeitsplatz zurück zu teleportieren. C. Und dann geht's auch schon weiter rein. So, da vorne haben wir ein 20er Signal, also drücken wir mal die 2, um die 20 zu aktivieren. Und Feststellbremser weg. Drücken 6. Zurückbleiben bitte. Die 8. Und fahren dann mit 20 km/h ins Depot ein. Und hätten wir jetzt Schichtbetrieb, dann würden wir reinfahren, uns auf die andere Seite des Cockpits setzen und dann wieder in die Gegenrichtung rausfahren, wenn unsere Fahrt dann beginnen würde. So, jetzt fahren wir noch einmal nach links auf das Gleis rüber. Also die Weichen sind auch so gestellt, wie sie hier animiert sind. Das ist auch schön. Dann fahren wir auf das linke der beiden mittleren Abstellgleise. So, und da hier auf der rechten Seite kein Holzpodest mehr ist, muss ich auf der linken Seite Türen aufmachen, um aussteigen zu können. Und schön bis ans Ende, bis zum Prellbock durchfahren, aber nicht gegen den Prellbock fahren, weil dann bricht eure Fahrt auch ab. Das wäre doof, wenn ihr am Ende nochmal abbricht. Ich fahre euch mal lieber vorher. Ach Quark. Ich bin noch nie gegen den Prellbock gefahren. Außer einmal am Wasser, aber absichtlich. Ach so, mit Absicht bist du gegen den Prellbock gefahren. Echt, ich wollte mal ausprobieren, was da passiert. So, dann einmal die Bremse reinmachen, dann den Fahrzeug nach ganz unten, dass der Druck rausgeht, dann einmal die 2 entfernen, dann einmal Licht ausmachen, dann einmal die Türen öffnen. So, und dann, Sie haben Ihren Zug im Kehrbahnhof abgestellt, die Simulation endet hier. Ja, und nicht nur die Simulation endet, auch die Folge endet hier. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen, hoffen, dass ihr auch die nächsten Folgen nicht nur vom U-Bahn-Simulator euch anschaut, sondern auch andere Folgen und andere Projekte auf dem Kanal, die wir haben. Schaut da gerne mal vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.